Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Wir freuen uns, heute Iris Antonia Kogler hier bei uns in der Sendung zu haben. Sie ist die Autorin des Buches Inside Underdog. Das ist das zweite Mal, dass wir einen Roman aus der 10-teiligen Serie um die schöne Bücherbibliothek vorstellen. Bis Jahresende können Sie noch jeweils am dritten Sonntag im Monat daraus eine Buchvorstellung anhören. Hallo Iris. Hallo Heike, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Wenn du es noch eiliger hast, dann mach einen Umweg. So steht es in deinem Buch. Begleitet dich eigentlich dieser Ratschlag durchs Leben? Schon manchmal, ja. Doch schon. Also ich hatte letztes Jahr die Situation, dass ich insgesamt 4 Jobs hatte. Und da habe ich dann schon gemerkt, man muss Geschwindigkeit auch einfach mal rausnehmen aus dem Leben. Also doch, das ist schon was. Ich gehe dann auch tatsächlich raus. Also ich gehe dann wirklich. Ich bin so eine Spaziergängerin, weil Bewegung einfach mir wahnsinnig hilft, um die Gedanken mal so ein bisschen zur Ruhe zu bekommen. Ja, moderate Bewegung, genau. Soll man eigentlich auch machen, ne? Soll man machen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt so eine Schrittzahl, die pro Tag irgendwie angegeben wird, die man machen soll, aber ich war jetzt lange Lageristin in einem Küchenstudio. Mein Rekord war 12 Kilometer in 4 Stunden. Ja, wo du gerade deinen Lebenslauf angesprochen hast, den fand ich ja auch total interessant, wenn man das mal googelt. Du hast Drama studiert, ne? Dramaturgie, Theaterdramaturgie. Und irgendwie hast du das ja auch in deinen Lebenslauf transportiert. Und jetzt als Autorin, fühlst du dich da angekommen, wo du hin wolltest, oder ist das nur eine Zwischenstation? Oh, ob man als Autorin irgendwann mal da ankommt, wo man sein will. Das ist interessante Frage. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt erstrebenswert ist, weil ich glaube, du musst immer was, mit jedem Buch gehst du irgendwo anders hin. Ja? Also klar, die Richtung ist, sage ich mal, immer nach vorne, weil einfach immer weiter geschrieben wird. Aber ich weiß nicht, ob man jemals wirklich ankommt, ob das überhaupt in der Schriftstellerei zumindest das Ziel ist. Für mich, von der emotionalen Seite her, bin ich angekommen schon. Ja. Also ich arbeite als Schriftstellerin. Ich wollte das schon immer. Ich wollte nie etwas anderes sein als Schriftstellerin. Von daher ist das natürlich schon so eine Traumerfüllung, jetzt auch mit diesem Buch, was beim Mirabilis Verlag ist. Und ich war auf der Frankfurter Buchmesse damit. Ich war mal als Messemonteurin auf der Frankfurter Buchmesse und jetzt dort als Schriftstellerin Jahre später zu sein, das ist natürlich ein unglaubliches Gefühl. Und das ist, man sieht es auch auf Fotos, die da von mir gemacht wurden. Also ich sehe wirklich aus wie das Honigkuchenpferdchen in Person. Genau, das kann man, glaube ich, auch hinten im Buch drin sehen. Also wirklich ein strahlendes Lächeln da im Gesicht hast. Was hat dich denn damals dann eigentlich bewogen, Theaterdramaturgie zu studieren? Also was hat dich fasziniert daran? Ich wollte das gar nicht studieren. Ich wollte ganz ursprünglich Maskenbildnerin werden, weil ich mochte Horrorfilme irgendwie ganz gerne und ich fand das so, ich hatte so ein Buch, wo Masken drin vorgestellt wurden aus Horrorfilmen und ich wollte einfach dieses Handwerk lernen, also so heraushängende Augen oder irgendwie sowas. Also ich wollte einfach nur dieses Handwerk lernen. Und dann bin ich zum Theater gegangen, weil ich einfach mal Lust hatte, weil da gab es ja Maskenbildner und ich hatte einfach Lust, irgendwas zu machen nach der Schule, wusste aber noch nicht, welche Ausbildung ich machen soll. Und bei uns, da wo ich herkomme, da gab es das Landestheater Tübingen ist es. Ich habe da angerufen, habe gesagt, kann ich ein Praktikum machen und dann bin ich da hängen geblieben. Und nach einem Jahr habe ich dann gesagt, gut, Theater gefällt mir, ich muss eine Ausbildung in dem Bereich machen. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung an der Theaterakademie geschafft, als Schauspielerin, witzigerweise. Ich hatte mich als Schauspielerin beworben und die haben mich tatsächlich genommen. Und dann habe ich aber im ersten Ausbildungsjahr gemerkt, dass ich es total bescheuert finde, auf der Bühne zu stehen. Und daraufhin habe ich dann in Theaterdramaturgie gewechselt. Das konnte man da auch lernen. Interessant, genau.
Ja, ich würde jetzt vorschlagen, wir hören uns einfach mal einen kleinen Teil von deinem Buch an, damit wir einen Eindruck davon bekommen. Sehr gerne. Gut zu wissen. Sie absolvierte eine Ausbildung in einem Fach, das der Arbeitsmarkt nicht braucht. Es war ein Traum, der nach dem Abschluss zerplatzte. Das reale Leben sah ganz anders aus. Die erste Arbeitslosigkeit. Sie fand ein Jahr lang nichts. Gerade war Hartz IV eingeführt worden. Dem Fallmanager sagte sie, sie suche schon so lange, sie könne ja auch einen einfachen Job annehmen. Putzen oder so. Nur um wegzukommen von der Unterstützung. Machen Sie das nicht, sagte der Mann hinter dem Schreibtisch. Wenn Sie das einmal machen, kommen Sie danach nicht mehr von der Schiene runter. Sie hat ihm nicht geglaubt. Inzwischen weiß sie, das war dumm von ihr. Es ging bergab. Stetig. Heute denkt sie, war scheiße. Aber wenigstens hat sie nun etwas, worüber sie schreiben kann. Koma. Eigentlich ein ganz cleverer Kerl. Kommt pünktlich zur Arbeit, gute Arbeitsmoral, handwerklich geschickt, denkt mit. Manche andere Kollegen haben noch nicht einmal die Intelligenz eines Korns auf einem Brot, geschweige denn von einem Brötchen. Die meinen, wozu? Der Job braucht kein Nachdenken. Gut, wenn Sie das so wollen, kommen Sie halt nie raus hier. Kann man machen, so als unterbelichtetes Korn. Aber der Kerl, der interessiert sie. Warum arbeitet einer wie der in so einem Job? Er erzählt ihr, dass er am Wochenende abgestürzt sei. Wie meinst du das? Ich brauche das, sagt er, einmal im Monat die Birne wegknallen. Ich weiß dann nichts mehr. Warum machst du das? Ich brauche das. Ich brauche das einfach, ist so. Ich brauche das. Dann gibt es einen Unfall. Jemand aus der Crew wird verletzt. Sofort rennt der Kollege los und legt fachmännisch einen Druckverband an. Woher kannst du das? Ich habe mal ein Medizinstudium angefangen. Nicht fertig gemacht? Warum? So genau kann er ihr die Frage nicht beantworten. Aber eins weiß er. Er wird sich demnächst wieder die Birne wegschießen, bis sein Kopf leer ist. Einmal im Monat. Er braucht das. Kein Spatz in der Hand. Da ist ein neuer im Team. Mal wieder. Sie erinnert sich an ihre ersten Einsätze, nach denen sie zu Hause ankam und nicht verstand, warum man sie so abweisend behandelt hatte. Heute weiß sie es. Wie lange geben wir ihr oder ihm? Einer Frau? Vergiss es. Höchstens 2 Einsätze mehr packt die nicht. Da lohnt sich das Freundlichsein nicht. War tatsächlich so. In ihrer ganzen Zeit kamen 2 Frauen, eine davon schaffte immerhin 3 Einsätze. Ein Mann? Na, mal schauen, wie lange der bleibt. Nur die Harten und die, die am Arsch sind, bleiben. Immerhin spielt hier ein Gefängnisaufenthalt keine Rolle. Da gibt es so den einen oder anderen Kollegen. Der Neue bleibt, aber arbeiten kann er nicht. Er ist einfach nicht hart genug. Er ist zu langsam. Er wird schnell müde und schwach. Die Dinge sind ihm zu schwer. Eines Tages denkt sie sich, ach herrje, und ich dachte immer, ich bin als ausgebildete Kulturtante völlig falsch abgebogen, aber der Typ ist allen Ernstes Cellist. Wie passiert denn sowas? Sie findet es nicht wirklich heraus, nicht jeder erzählt alles. Und was soll sie selbst schon erzählen? Arbeitslos im Kulturbereich, zu stolz für Hartz IV gewesen, jetzt hast du den Salat. Eines Tages ist sie mit dem Cellisten allein unterwegs bei einem Einsatz. Sein Deutsch ist nicht gut, aber sie versteht ihn. Sie sitzen herum, weil es nicht viel zu tun gibt, aber sie müssen bleiben. Irgendwann wird der Typ, für den sie nur billige Arbeiter sind, ihm die nächsten Aufgaben auftragen. Dem ist es egal, wenn sie mal eine halbe Stunde herumsitzen müssen. Sie sind so billig, da fällt das nicht ins Gewicht. Also sitzen sie da, gucken herum, scharren mit den Füßen im Dreck, frieren. Ich habe mal ein Konzert auf einem großen Platz gehabt, sagt er plötzlich. Aha, das war schwierig,
weil die Töne, die von meinem Cello ausgingen, zurückgeworfen wurden von den Häusern. Ich habe jeden Ton mehrfach gehört. Das war schwierig. Er zeigt es ihr, indem er einen Ton angibt und seine Hand von seinem Ohr durch die Luft gleitet und wieder zurück zu seinem Ohr geht, während die Finger seiner anderen Hand eine unsichtbare Saite in der Luft anschlagen. Von ihr geht wieder ein Ton durch die Luft, noch bevor der zurückgeworfene Hall des ersten verklungen ist. Immer doppelt. Das war schwierig. Sein Blick ist konzentriert, ganz in der Vergangenheit. Seine Hände tragen die Töne durch die Luft. Verstehst du? Sie versteht es. Sie versteht noch was anderes. Der Typ gehört hier nicht her. Unbezahlbar. Der Kollege und sie klettern die Leiter auf der Nebenbühne hinauf. Hier oben ist es dunkel und staubig. Sie nimmt den Geruch des Metalls wahr, das sie umgibt. An den Traversen hängen unzählige Scheinwerfer, die am Abend die Bühne beleuchten werden. Für einige Momente stehen sie einfach nur auf der Brücke über der Bühne und sehen hinunter auf das Gewusel, das dort stattfindet, um alles für den Theaterabend aufzubauen. Für diesen Blick kann niemand eine Theaterkarte kaufen. Dieser Blick ist ein Privileg für sie und den Kollegen. Sie empfindet diesen Moment als unbezahlbar. Kaum ein Mensch, der ein Theater besucht, weiß um die Orte, die um die Bühne herum existieren. Wie eine kleine, geheime Welt, die den Zauber auf der Bühne erst möglich macht. Eine Weile noch stehen sie nebeneinander, die Ellbogen auf das Metall der Balustrade gestützt. Sie lächeln, als sie sich wieder ihrer Arbeit zuwenden. Der Zauber dieser geheimen Orte wird ihr Herz nie mehr verlassen. Genügend Zeit. Ihr erster Tag im neuen Job. Der Chef sagt der Kollegin, du hast 5 Minuten, ihr das Nähen beizubringen. Hast du schon mal an der Nähmaschine gesessen? Hat sie. Sie zeigt ihr, bei welchem Stoff sie die Nähmaschine wie einzustellen hat. Ständig schaut sie auf die Uhr. Der meint das nicht ernst mit den 5 Minuten, oder? Doch, tut er, sagt die Kollegin. Und nach exakt 5 Minuten kehrt sie an ihre eigene Maschine zurück und lässt sie allein sitzen. Sie fühlt den Stoff, reibt ihn zwischen den Fingern. Wie ist der noch gleich? 5 Minuten sind eine kurze Zeit, um sich die Namen der Stoffe und die Einstellung dafür zu merken. Wenn auf dem Faden zu viel Spannung ist, verzieht sich der Stoff und sie muss alles noch einmal nähen. Sie hat die Einstellung vergessen. Der Chef sitzt vorne in der Halle an seinem Schreibtisch. Sie riecht den Rauch seiner Zigarette in der eiskalten Luft. Er sitzt direkt an einer Heizung. Er hat es warm. Sie hebt den Stoff ein klein wenig an und dreht sich vorsichtig zur Kollegin. Die sieht auf. Hat sie schon die ganze Zeit immer wieder mal getan. Sie ist hart. Aber ihre abweisende Art ist nur die Folge eines verletzten Lebens. Sie hebt 3 Finger. Stufe 3 muss sie einstellen. Merk dir den Stoff. Dünn und glatt ist Stufe 3. Später sieht sie, wie die Kollegin und ein Kollege die Stoffe zurechtschneiden. Sie legen sie auf den Betonboden der Halle, schlagen ihn mit der Schlagschnur an und fahren mit den scharfen Scheren an der Kreidelinie entlang. Daher also kommen die Vernarbungen an ihren Fingerknöcheln. Hände reiben unablässig über Betonboden. 5 Minuten reichen ihr, um zu verstehen, dies hier ist ein harter Boden, auf dem sie aufgeschlagen ist. Dieser Ausschnitt, der macht ja nochmal deutlich, da hat man was gelernt oder studiert und dann findet man einfach gar keinen entsprechenden Wirkungskreis. Wie hart hast du denn eigentlich die Konkurrenz wahrgenommen? Nicht so hart eigentlich. Für mich war es dann so, als ich ans Theater, ich bin ja direkt nach der Akademie am Staatstheater dann genommen worden. Für mich hatte das nichts mit Konkurrenz oder so zu tun, sondern mir war da zu viel Theaterpolitik. Also es ging irgendwie ganz, ganz oft darum, welcher Intendant ist jetzt wo, wer geht an welches Theater, wer nimmt wen mit, wie viel Gelder bekommt das Theater, wie viel Gelder können eingesetzt werden.
Und es ging irgendwie sehr selten nur um das Erzählen von Geschichten. Und das war aber das, warum ich eigentlich dann zum Theater gegangen bin und warum ich eben auch Theaterdramaturgie studiert habe. Einfach, wie baust du eine Geschichte richtig auf? Und ein Theaterdramaturg macht am Theater etwas völlig anderes, als Theaterstücke zu schreiben. Das gibt's heute in der Form so gar nicht mehr. Ein Theaterdramaturg ist für ganz andere Sachen zuständig. Und was ich aber eben interessant fand während der Ausbildung war, wie baut sich so eine Dramaturgie auf? Wie baust du eine Geschichte auf, damit du den Leser einfängst, damit der Leser bei dir bleibt, damit der Leser eine Figur versteht? Wie baust du einen Konflikt auf? Wie löst du diesen Konflikt wieder? Und das war nichts, was ich am Theater dann einsetzen konnte. Und deswegen habe ich mir dann was anderes gesucht. Und da fing ja dann so diese kleinere Odyssee an, die ich gemacht habe. Also ich sage mal so, einen roten Faden gibt es bei mir im Leben eigentlich nur, indem ich sagen kann, ich wollte halt schon immer schreiben. Ansonsten habe ich alles gemacht, um das zu finanzieren. Okay. Und dein Buch Inside Underdog hat ja leider nur 94 Seiten, wie ich festgestellt habe. Ich hätte also wirklich unendlich länger noch halt lesen können. Aber eigentlich ist es ja auch gut, weil du beschreibst da ja wirklich nicht so tolle Zustände. Mhm. Und ja, was heutige Arbeitnehmer sich eigentlich so gefallen lassen müssen. Waren für dich tatsächlich die Schichten, die du da arbeiten musstest, so spontan, wie du es geschildert hast? Oder war da ein bisschen dichterische Freiheit dabei? Also tatsächlich ist es einmal passiert, dass ich morgens eine WhatsApp bekommen habe, ich soll in 2 Stunden da sein. Das ist wirklich passiert. Also es gab letztes Jahr so ein leider nur sehr kleines Skandärchen, was diese Stagehands angeht. Ich habe ja eine Zeit lang, das ist ja ein Teil des Buches, erzählt ja aus meinem Leben als Stagehand. Das sind eben die Leute, die im Hintergrund die Bühnen auf- und abbauen. Ja, also als Beispiel, keine Ahnung, Adele kommt nach Düsseldorf, also ich sitze hier in Düsseldorf, und die bringt ihr Team mit. Aber ganz, ganz viele Arbeiten werden einfach von Subunternehmen gemacht. Ja, weil Adele kann jetzt nicht so einen riesen Tross mit sich mitfahren, dass die alles abdecken können sozusagen. Und das Problem ist, das sind einfach Subunternehmer und nochmal Subunternehmer und nochmal Subunternehmer. Da wird einfach nach unten hin immer weniger draus, ja, und es wird nach unten getreten und ganz unten, die haben eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu sagen. Und das sind eben diese Stagehands. Ich habe das damals aus der Not heraus gemacht, weil ich gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwie zum Amt latschen. Und die Bedingungen sind tatsächlich dort immer noch so wie zu meiner Zeit damals. Letztes Jahr gab es das Glücksmomente-Festival. Da ist der Zoll vorbeigegangen dann irgendwann und hat mal so ein paar Sachen vor Ort überprüft. Und es gab dann tatsächlich Mitarbeitende dort, die freiwillig zum Zoll gegangen sind und gesagt haben, wir haben seit Wochen oder Monaten kein Geld bekommen und wir haben keine Sozialversicherung, obwohl wir fest angestellt sind. Das haben leider nur ein ganz paar Zeitungen darüber berichtet und das meiner Meinung nach auch tatsächlich nur deshalb, weil hinter diesem Festival der Lukas Podolski stand. Weil das ist ja einfach ein bekannter Name. Ja. Also der hat es natürlich dann mitbekommen, dann hat sein Management auch ein Statement abgegeben. Weil das Problem ist, das sind immer nur Subunternehmer. Die Oberen, die wissen von unten gar nichts. Ja. Die wissen nicht, wie die Situation ganz unten ist. Genau, dabei sind doch die im Background arbeiten, total wichtige Menschen. Ne? Was mich dann auch immer wieder verwundert hat von dem, was du geschrieben hast, dass eigentlich haben wir ja in Deutschland auch Gesetze, wo das geregelt ist. Mhm. Hält sich da niemand dran? Also ich hatte die Situation, dass ich einen Brief von meiner Krankenversicherung bekommen habe, dass seit einiger Zeit meine Beiträge nicht gezahlt werden. Und ich war fest angestellt in so einer Firma. Damit sich auch die Zuhörer das ein bisschen vorstellen können, halt schlage ich vor, wir machen noch mal ein paar Minuten, wo es genau um diese Stellen halt geht. Sehr gerne. Vogelperspektive. Der Aufbau einer Messe, bei der sie einen Messestand mit einer hohen Abhängung montiert. Ganz höhensicher ist sie nicht, aber solange sie eine Wand vor sich hat, geht es. Sie soll hoch zur Abdeckung eine Grafik in die Vorrichtung einbauen. Sie klettert auf die Leiter. Arbeitshöhe 5 Meter. Keine Wand vor der Nase, was bedeutet, dass die Leiter einfach ins Nichts hochführt.
Sie schafft es und bringt mit klopfendem Herzen die Grafik an. Und da sie das ja nun schon gemacht hat, kann sie auch gleich an einem anderen Stand einen Molton an der Wand anbringen, da ein Sichtschutz zum Nachbarstand her muss. Molton ist ein dicker, schwerer Stoff. Jeder Meter hat Gewicht. Sie klemmt sich den weißen Stoff unter den Arm, hält ihn mit der Hand fest und klettert einarmig 5 Meter hoch. Sie schafft es. Dieses Mal klopft das Herz schon weniger. Und als sie den Stoff angebracht hat, schlägt es ruhig und gleichmäßig. Sie hebt den Kopf und blickt von der Spitze der Leiter aus über die Halle, betrachtet das Gewusel eines Aufbaus, das aus Menschen, Fahrzeugen und Equipment besteht. Es ist laut, die Stapler piepen, wenn sie rückwärts fahren, und auf manchen Messeständen läuft laut Musik. Es wird gesägt, geschraubt, geflucht. Staub tanzt in der Halle, aufgewirbelt durch hunderte Füße. Sie lässt ihren Blick schweifen. Sie weiß nicht warum, aber so muss sich Freiheit anfühlen. Heißer Hintern. Sie trocknet sich mit einem Handtuch ab, das weich und schön ist. Sie hat es im Supermarkt als Angebot gekauft. Dafür hat sie 2 alte aussortiert und ganz unten in den Schrank gelegt. Die Heizung im Bad ist durchgerostet. Irgendwann wird sie auslaufen, wie die in der Küche vor Jahren. Dann wird sie die alten Handtücher darunter legen können. Vor dem Duschen hat sie vergessen, sich frische Unterwäsche herauszusuchen. Sie geht zur Schublade und wirft dabei einen Blick auf ihren nackten Körper im Spiegel. Sie kümmert sich wenig um ihre Figur, sie ist nicht eitel. Alles an ihr ist durchschnittlich. Dennoch schaut sie heute hin, denn sie erinnert sich plötzlich an die Zeit, in der sie um die 30 Jahre alt war und einen besonderen Job hatte. Aktmodell. Für einen Malkurs an der Universität. Nebenbei verdient es Geld. Sie konnte gut stillhalten. Heute hat sie ein paar Kilo mehr auf den Rippen, aber es ist alles noch ganz gut. Damals war sie ein dürres Ding. Ihre Beine sind nicht gerade, der Hals zu lang, der Kopf zu klein. Der Hintern braucht eine Nummer größer als der Rest des Körpers. Sie wurde oft gebucht als Aktmodell, denn was will ein Maler mit einem perfekten Körper? Eines Tages saß sie so da in einer Position auf dem Boden. Es war Winter, der Dozent sah sie an. »Ist dem Modell denn auch warm genug?«, fragte er freundlich. »Das Modell friert ein wenig«, war ihre Antwort. Er ging in einen Nebenraum und kam mit einem kleinen Heizlüfter zurück, den er an ein Verlängerungskabel steckte und in ihrer Nähe aufstellte. Die warme Luft fiel auf ihren Körper. Sie bekam eine Gänsehaut davon und einen verdammt heißen Hintern. »Dem Modell brennt gleich der Hintern ab«, sagte sie. Der Dozent löste sich vom Bild eines Schülers und nahm den Heizlüfter in die Hand. Er lief damit um sie herum, gemächlich und immer wieder prüfend zu den Leinwänden seiner Teilnehmer schauend. So wurde ihr rundherum warm. Sie muss heute noch lächeln, wenn sie daran denkt. Damals war ihr Hintern im doppelten Sinne heiß. Und heute? Nun ja. Es passt alles noch ganz gut zusammen. Und wenn es kalt wird, liegt zur Not ein Heizlüfter dort, wo jetzt auch die alten Handtücher verstaut sind. Eigentlich müsste man doch gerade diesen Leuten viel mehr Respekt zollen. Man sieht sie nur leider nicht. Ich habe Rückmeldungen über Inside Underdog bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich wusste das nicht. Ich habe noch nie davon gehört, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Man sieht sie als Zuschauer nicht. Du gehst in ein Theater, du gehst auf eine Messe, du gehst auf ein Konzert. Du siehst alles, wie es fertig ist. Du siehst die große Show. Aber du siehst nicht, dass nach einem Konzert diese ganzen Leute kommen und die Bühne wieder abbauen, wieder zusammenpacken, in die nächste Stadt fahren. Das siehst du nicht. Das sieht niemand von uns. Das ist eine ganz versteckte Welt. Ja, und jetzt hast du ja auch schon die Krankenkasse angesprochen gehabt, aber im Buch steht dann eben auch von der Bezahlung, hattest du eben auch schon gesagt, das wochenlang nicht. Gibt es denn eigentlich den Mindestlohn oder halt wird das auch so ein bisschen lax genommen? Doch, Mindestlohn habe ich damals tatsächlich bekommen, ja. Das war dann nur so, bei mir zum Beispiel,
Da hieß es im Vertrag, Fahrtkosten werden übernommen. Weil ich musste ja dann in die nächsten Städte fahren. Ich habe in Köln auf- und abgebaut, in Essen, in was weiß ich wo, also überall hier in der Umgebung. Und dann irgendwann musste ich in Köln sehr früh morgens einen Aufbau machen, bin in der Zwischenzeit nach Hause gefahren und nachts wieder hin. Und ich habe dann im Endeffekt für diese ganzen Stunden, die ich da gearbeitet habe, nachdem ich dann die Fahrtkosten abgezogen habe, habe ich irgendwie einen Tageslohn von 20 Euro oder so gehabt. Und dann bin ich halt in die Firma und habe gesagt, ja Leute, steht im Vertrag drin, ne? Nee, zahlen wir aber nicht. Und das Problem ist, wenn du dich beschwerst, dann bist du deinen Job einfach los. Und man muss halt auch dazu sagen, Stagehands sind jetzt auch sehr, sehr oft Menschen, die so ein bisschen ein anderes Leben führen. Da sind oft Menschen dabei, wo es gewisse Problematiken im Hintergrund gibt. Also das ist jetzt natürlich nicht bei allen so. Aber ich sag mal so, ich wurde zum Beispiel, als ich in der Firma angefangen habe, wurde ich gefragt, wie ich meinen Lohn haben möchte. Und dann habe ich gesagt, wie aufs Konto überweisen? Weil das ist ja das Normale. Man arbeitet und bekommt den Lohn aufs Konto überwiesen. Und dann fragte mich der Typ, also hast du ein Konto? Ich so, ja natürlich habe ich ein Konto. Und dann sagte er, du, viele von deinen Kollegen haben gar kein Konto. Die werden gepfändet, die sind vorher im Gefängnis gewesen, da war ein Alkoholiker dabei. So einen Job, entweder man macht es einfach so wie ich, um Geld zu bekommen, weil man einfach irgendwie gerade einen blöden Engpass hat, weil man seinen Job losgeworden ist, weil man einfach nicht zum Amt möchte und dann sagt man, gut, dann mache ich das halt jetzt eine Zeit lang, bis dass ich was Neues habe. Oder du bist halt jemand, der so gesellschaftlich ein bisschen abgestürzt ist. Und viele Leute machen das, glaube ich, dann einfach, weil sie, auch wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aber trotzdem gibt dir so eine Arbeitsstruktur. Und es brauchen Menschen. Gerade Menschen, denen es nicht so gut geht, die brauchen oft auch einfach eine Struktur. Und was bei diesen, ich nenne sie jetzt auch ganz bewusst Underdogs, was bei diesen Underdogs, was ich immer wieder erlebt habe, das ist, dass es eine ganz, ganz große Solidarität unter denen gibt. Im Buch, da nutzt du ja dann auch den Ausdruck Aschenputtel. Mhm. Diesen Ausschnitt würde ich auch gern nochmal hören. Würdest du den nochmal vorlesen? Sehr gerne. Kein Spatz in der Hand. Seit der Pandemie fährt sie auch im Winter mit dem Rad zur Arbeit. Sie fährt durch Felder, durch Wald, durch das Industriegebiet. Durch die Welt hin zu ihrem Ziel der Mülltrennung. Aschenputtel wäre heute eine Müllwerkerin. Die Tauben würden nur auf dem Dach der Recyclinganlage gurren, aber Aschenputtel würde jeden Morgen ein Lied für sie summen. Aschenputtel tickt so. Die sieht immer das Gute und summt vor sich hin. Die Putzfrau der Firma übrigens auch. Es gibt mehr als nur ein Aschenputtel auf dieser Welt. Am Feld hält sie Ausschau nach dem Reiher. Der sitzt da fast jeden Morgen. Heute ist es grau und kalt. Sie hat die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Trotzdem schaut sie. Und tatsächlich, da sitzt er. Der Moment erfüllt sie. Denn ein Loch in den Wolken lässt die Morgensonne durch. Der Reiher hält seine Flügel, als würde er missmutig die Schultern hochziehen bei diesem Wetter. Aber er hebt den Kopf dem Sonnenstrahl entgegen, der sich seinen Weg durch das Grau bahnt. Sie bleibt stehen, ein Fuß auf dem Bordstein, ihr Atem eine Wolke in der herrlichen Klarheit der Kälte. Sie könnte jetzt ihr Handy herausholen und ein Foto von dem Reiher machen. Aber wie dumm wäre das von ihr? Sie weiß genau, der Moment ist perfekt, weil sie nicht versucht, ihn festzuhalten. Kein Foto kann so perfekt sein wie ihr Gefühl in diesem Moment. Sie weiß, der Reiher registriert sie, wie sie da so steht, eingepackt in mehrere Schichten Klamotten. Er reagiert nicht auf ihre Beobachtung, nicht, weil er ignorant wäre, sondern weil sie etwas verbindet. Der Sonnenstrahl bricht sich Bahn. Aschenputtel wird heute ein besonders schönes Lied für die Tauben summen.
Also was mir in deinem Buch aufgefallen ist, es klingt überhaupt nicht wie eine Fiktion. Also eigentlich hatte ich ja einen Roman erwartet, Inside Underdog halt. Und irgendwie klang das aber für mich wie eine Beschreibung von ja, etwas, wo keiner hinguckt. Und inzwischen bist du ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung und hast ein bisschen recherchiert. Wie schnell erkennst du inzwischen, ob das ein seriöser Job ist oder ob man da halt auch wieder ausgenutzt wird? Das erkennst du ja allein am Vertrag schon. Ich war ja jetzt sehr, sehr lange als Lageristin angestellt in einem Küchenstudio. Alleine wenn im Vertrag ganz klar geregelt ist, was bekommst du für einen Lohn, wie viele Stunden arbeitest du, bekommst du Urlaubsgeld, bekommst du Weihnachtsgeld, wie viele Urlaubstage hast du? Ja, das sind ja schon mal ganz klar geregelte Dinge. Und so habe ich meine letzten Arbeitsjahre eben auch verbracht. Ich bin aus dieser ganzen Geschichte dann rausgekommen. Ich habe dann diesen geregelten Job bekommen. Und damit hat sich natürlich dann mein Leben auch sehr viel verbessert. Es ist immer schwierig, wenn du so Schichten machst, die nicht klar geregelt sind. Also diese Stagehands zum Beispiel oder auch am Theater oder so. Du hast keinen 9-to-5-Job. Ja, sondern du arbeitest so, wie die Arbeit eben gerade dein Arbeitgeber dir gibt. Und dann wird es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn etwas nicht schwarz auf weiß geregelt ist. Was mir gut gefallen hat an deinem Buch, du schreibst ja nicht nur über diese negativen Erfahrungen, sondern irgendwann kommst du halt vom Scheitern auch zum Neuanfang. Was gehört denn eigentlich für dich dazu, also jetzt so aufzustehen und sagen, okay, jetzt ganz neues Blatt aufschlagen? Naja, das für mich war ja klar, dass ich zumindest diesen Job als Stagehand, dass das nur eine Phase für mich sein wird. Ja, ich habe mich einfach dann woanders beworben. Also ich habe mich da raus beworben dann. Das Buch umfasst ja mehrere Kapitel. Das eine war, als ich als Stagehand gearbeitet habe. Dann sind Geschichten drin, die ich erlebt habe, als ich als selbstständige Monteurin im Messebau gearbeitet habe. Und es ist noch von ganz früher das Theater drin. Ich habe ja früher am Theater gearbeitet. Ja, ich habe mich einfach dann rausbeworben. Also es war für mich immer klar, dieser wirklich schlimme Job, das war die Stagehand-Geschichte. Und es war einfach klar, ich mache das wirklich nur übergangsweise und ich habe mich rausbeworben und ich bin rausgekommen. Genau. Und wie viel Mut gehört deiner Meinung nach dazu, um irgendetwas zu verbessern? Ich weiß nicht, ob das was mit Mut zu tun hat. Ich glaube, dass viele gar nicht die Fähigkeit haben, sich daraus zu befreien. Hilfe musst du lernen. Hilfe muss man dir beibringen. Und das sind oft so gescheiterte Menschen gewesen, dass die hatten keine Träume mehr, keine Illusionen mehr und die suchen sich dann auch die Hilfe nicht. Es ist wirklich teilweise sehr dramatisch gewesen, weil das waren teilweise unheimlich nette Menschen. Das waren sehr solidarische Menschen. Aber desillusionierten Menschen kann man schwer helfen. Du kannst nur Brücken bauen, aber da müssen sie selber drüber laufen. Wie wichtig ist dir denn eigentlich das selbstbestimmte Leben, was deine Kollegen ja dann gar nicht so ausleben konnten? Als Schriftstellerin ist es natürlich ein Traum. Ja, als Schriftstellerin mache ich das, was ich schreiben möchte. Ich habe das Glück gehabt, dass ich für meine zwei letzten Bücher, ich habe die erst zu Ende geschrieben und habe dann aber trotzdem Verlage dafür bekommen. Das sind eher so Nischenbücher. Also Inside Underdog ist ein totales Nischenbuch. Ist ein bisschen schade, weil das Thema ist eigentlich wichtig, aber es ist kein unterhaltendes Buch. Ja, und das ist einfach etwas, warum sollte sich jemand ein Buch darüber kaufen, wie Menschen am untersten Ende der Gesellschaft leben. Das wollen auch viele gar nicht wissen. Und viele sehen es ja eben. Man sieht diese Menschen nicht, man weiß nichts davon. Und dann spricht man auf dieses Buch eventuell auch gar nicht so an. Als Schriftstellerin bin ich da sehr, sehr selbstbestimmt, was natürlich schön ist. Ich habe aber einen ganz normalen Job noch. Also ich gehe noch ganz normal nebenher arbeiten. Oder was heißt nebenher? Also ich verdiene mehr Geld mit der normalen Alltagsarbeit, mit dem Brotjob, als Schriftstellerin. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich brauche diesen normalen Alltag. Ich brauche es, morgens aufstehen zu müssen, weil ich einen Vertrag habe, der mir sagt, Iris, du stehst um so und so viel Uhr auf der Matte. Punkt. Und dafür habe ich keine Selbstbestimmung.
meinen Traum, den lebe ich als Schriftstellerin. Und das ist dann, dieser Job ist dann einfach so ein Ausgleich für mich. Ich habe auch gelesen, du hast jetzt Inside Underdogs in nur 5 Tagen geschrieben gehabt. Was treibt einen an, dass man da so schnell 94 Seiten schreibt? Ich musste darüber nicht nachdenken. Ich hatte diese Idee bei der Arbeit bekommen, tatsächlich als ich Müll getrennt habe. Und ich musste ja nur über das schreiben, was ich in meinem Leben erlebt habe. Da kommen ja viele andere Menschen drin vor. Und ich habe die verfremdet. Also ich habe Zeiten anders dargestellt, zum Beispiel, als in meinem richtigen Leben gewesen ist. Ich habe Figuren anders dargestellt, damit die sich auch nicht erkennen. Die kommen dann aus anderen Ländern, die Einsatzorte sind andere gewesen, damit ich ja keine Persönlichkeitsrechte verletze. Aber an sich musste ich ja nur das schreiben, was ich in mir drin hatte. Ich musste mir nichts Neues aus den Fingern saugen, wie ich das bei einem normalen Roman machen muss. Da muss ich eine Dramaturgie aufbauen, da muss ich Figuren erfinden, ich muss diesen Figuren ein Innenleben geben, ich muss denen ein Aussehen geben. Das musste ich ja bei Inside Underdog gar nicht. Ja, das stimmt. Also auch, dass die Protagonistin gar keinen Namen hat, ist mir auch aufgefallen. Du hattest vorhin gesagt, du hast diesen Roman erstmal zu Ende geschrieben und hast dir dann einen Verlag gesucht. Mhm. Ja, wie war das halt? Waren die Türen offen oder waren sie eher zu? Also normalerweise ist das sehr, sehr schwierig, überhaupt in einen Verlag reinzukommen. Und bei den großen Publikumsverlagen bewirbt man sich überhaupt gar nicht direkt. Weil die großen Publikumsverlage nehmen im Normalfall, es gibt auch dafür Ausnahmen, aber im Normalfall nehmen große Publikumsverlage nur Sachen, die von Agenturen kommen, von Literaturagenturen. Jetzt ist es aber ja so ein kleines Nischenbuch geworden, das hätte wahrscheinlich keine Agentur genommen, weil es ist von vornherein klar gewesen, wir verdienen damit nicht das große Geld. Und ich hatte mir dann 2 kleine unabhängige Verlage rausgesucht, die in diese Richtung veröffentlichen. Und ich habe die beide angeschrieben, direkt am selben Tag, habe eine E-Mail geschrieben, habe das Exposé geschickt und habe den Text hingeschickt. Von dem einen habe ich bis heute nie wieder was gehört. Und die Barbara Mikla vom Mirabilis Verlag hat nach 46 Stunden bei mir angerufen und hat gesagt, ich will dieses Buch veröffentlichen. Genau, hast du denn noch andere Projekte so im Kopf oder bedauerst du irgendein Projekt eben halt noch nicht geschrieben zu haben? Ich bedauere tatsächlich eine Sache, was jetzt meine Schriftstellerei angeht. Ich habe die ersten 3 Bücher im Self-Publishing veröffentlicht. Und das finde ich heute sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ich hatte damals angefangen mit Kurzgeschichten. Ich schreibe auch heute noch Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichte an sich liegt mir. Und man kann vor allem mit Kurzgeschichten bei Wettbewerben mitmachen. Und da verdient man dann auch immer mal so ein bisschen Geld, wenn man denn gewinnt. Ist mir jetzt Gott sei Dank ein paar Mal schon passiert. Das ist eine schöne Sache. Und Kurzgeschichten werden in Deutschland generell nicht veröffentlicht. Die werden importiert. Wenn sie woanders erfolgreich waren, dann werden die in der Übersetzung veröffentlicht. Oder jemand wie Julie C. oder sowas, die ist dann bekannt, die darf das dann auch machen und das wird dann veröffentlicht. Aber als unbekannter Mensch Kurzgeschichten kannst du vergessen. Und deswegen bin ich damals ins Self-Publishing gegangen, ohne überhaupt es an einem Verlag zu versuchen. Und habe ein paar Self-Publisher dann kennengelernt und die waren sehr nett, das sind sehr nette Menschen. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe das nächste Buch auch im Self-Publishing veröffentlicht, obwohl das eigentlich beim Verlag besser aufgehoben wäre. Und jetzt ist es halt veröffentlicht und ja, ich kann eigentlich nichts mehr damit machen, weil das jetzt nochmal in den Verlag zu bringen, das funktioniert nicht. Und das ist schade, weil das ist sehr untergegangen, dieses Buch leider. Das ist eigentlich mein liebstes Buch. Was ist das dann? 221 oder? Genau, 221 Tage. Und ich habe ja inzwischen, also deswegen veröffentliche ich auch inzwischen im Verlag. Self-Publishing hat einfach eine bestimmte Leserschaft. Du kannst beim Self-Publishing funktioniert Genre einfach sehr gut. Krimi, Thriller, Romantasy gibt's, Romance, Erotik läuft immer. Das geht gut im Self-Publishing. Aber Gegenwartsliteratur, kritische Texte, da wird's schwierig. Ich höre ganz, ganz oft von Bloggern,
wenn ich das dann anbiete und sie frage, möchten Sie das rezensieren, dann heißt es ganz, ganz oft nein, weil es ist ein Self-Publisher-Buch und Self-Publisher-Bücher sind automatisch nicht so qualitativ. Ja, also als Blogger würde ich das nicht unterschreiben. Also ich habe eine, von der lese ich eigentlich alles, was sie macht, und die macht bewusst Self-Publishing. Was ich natürlich anmerke halt bei diesen Self-Publishern, viele wissen nicht, wie viel Arbeit eine Bloggerin da noch mit reinsteckt. Und da mache ich die gleiche Arbeit wie für einen Bestseller mit einer Auflage von 40.000, kriege aber bei weitem nicht die Klicks auf dem Blog. Ja. Also da müsstet ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen in euch gehen, ob ihr da ein bisschen unterstützen könnt. Ich bin mit Self-Publishing einfach irgendwie nicht warm geworden. Es gibt halt einfach dieses Vorurteil, Self-Publisher können nicht so gut schreiben wie Verlagsautoren. Und das ist so nicht richtig. Ja. Es gibt sehr, sehr gute Self-Publisher. Muss man einfach ganz klar so sagen. Das Problem ist, es gibt halt auch Self-Publisher. Ich habe mal ein Buch gesehen, da war im Titel ein Schreibfehler drin. Das ist natürlich dann so eine Sache, wo du denkst, jo, das macht halt einen verdammt schlechten Eindruck. Und es gibt halt leider viele von diesen Beispielen. Es ist oft sehr unprofessionell. Ein Self-Publisher hat niemanden, der irgendetwas reguliert. Die können einfach Sachen raushauen. Und deswegen gibt es da halt schon viele Negativbeispiele. Und wie das leider oft so ist, das liegt in der menschlichen Natur. Der Mensch merkt sich die negativen Dinge stärker als die positiven. Negative Dinge bleiben bei uns länger im Gedächtnis. Und deswegen ist es halt leider so, dass Self-Publishing ein kleines Image-Problem hat. Zurück zur Inside Underdog. Machst du damit eigentlich auch Lesungen? Ich bin mit Inside Underdog auf der Leipziger Buchmesse zu sehen am 23. März. Dort bin ich im Hurgendubel, direkt in der Altstadt von Leipzig. Es gibt ja dieses Leipzig liest, also da wird dann drumherum überall in Leipzig gelesen. Und da bin ich beim Hugendubel in der Altstadt. Und am Abend bin ich in einem kleinen Theater. Dort findet eine relativ große Leseveranstaltung statt und da bin ich Teil davon. Das weiß ich nun leider gerade, die Adresse nicht. Steht aber bei mir auf dem Blog. Also wer auf den Blog schauen will, iris-antonia-kogler.de, da ist das alles drauf. Man sieht es auch bei mir auf der Facebook-Seite zum Beispiel. Und ich habe am 10. eine Lesung in der Nähe von Frankfurt. Das ist eine ganz besondere Lesung. Und zwar lese ich da in einem literarischen Gottesdienst. Da gibt es nämlich so eine kleine Buchmesse. Das ist jetzt das dritte Jahr, einen Gottesdienst vor der Buchmesse. Und da darf dann ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin etwas vorlesen. Und die Pfarrerin macht ihren Gottesdienst auf der Basis der Geschichte, die da gelesen wurde. Das ist wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Das habe ich noch nie gemacht. Und das Besondere für mich ganz persönlich ist, dass ich dort die Geschichte vorlese, mit der ich genau dort meinen ersten Literaturpreis gewonnen habe. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen, nochmal wirklich mit dieser Geschichte dorthin zurückkehren zu dürfen. Ja, das kann ich mir auch für sehr besonders vorstellen. Okay, hast du denn jetzt auch noch ein neues Projekt halt am Bearbeiten oder halt erstmal nur Konzentration auf das Vermarkten von Inside Underdogs? Nee, ich schreibe an einem neuen Roman gerade. Das ist dieses Mal ein bisschen etwas Publikumswirksameres, sage ich mal, weil ich so ein bisschen versuche, raus aus dieser Nische zu kommen, raus aus diesem, ja, nicht literarisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr literarisch schreibe, aber ich schreibe doch oft Geschichten, die jetzt nicht so ein ganz großes, eine ganz große Leserschaft anziehen. Und jetzt gerade schreibe ich an einem Roman, der zum Beispiel an einem Sehnsuchtsort spielt, der ein Thema hat, was viele von uns auch einfach kennen. Und dadurch ist das so ein bisschen publikumswirksamer. Was bei Inside Underdog auch noch, es sind ja ganz, ganz viele Nischen, die du damit auch bedienst. Und zum Abschluss würde ich jetzt total klasse finden, wenn du nochmal eine Szene liest, die man möglicherweise als adäquate Alternative für arbeitslose Theaterdramaturgen ansehen könnte. Sehr gern.
nur die Guten. Sie hatte damals gerade ihr erstes Handy gekauft. Ihr Videoplayer war noch kein Jahr alt. Ein Schauspieler vom Theater, an dem sie damals arbeitete, sagte ihr, ein Tonstudio ganz in der Nähe suche eine Sprecherin für ein bisschen Werbung. Ihre Stimme ist tief und schön. Sie ging dort vorbei, sprach Werbung für ein Autohaus und ein Volksfest ein. Es klappte erstaunlich gut. Du, sag mal, sagte der Mann, würdest du auch einen Porno synchronisieren? In Ordnung, sagte sie und dachte, wenn es gut bezahlt ist, warum nicht? Der Job am Theater war reine Ausbeutung, aber sie war noch jung gewesen und hatte Träume. Also, du musst alles synchronisieren, erklärte der Mann ihr, weil sonst die unterschiedlichen Tonspuren zwischen den synchronisierten Parts und den Sexszenen unterschiedlich klingen. Okay. Er gab ihr ein Skript in die Hand, erklärte ihr, dass sie auf die Zahlen oben rechts im Bildschirm achten solle. Die standen auch im Skript. Kurz vorher solle sie einatmen, um dann im richtigen Moment lossprechen zu können und nicht erst Luft holen zu müssen. Und die anderen Szenen? Die synchronisierst du auf Sicht. Das können übrigens nicht viele, nur die richtig guten Sprecher. Super, dachte sie. Wenn das klappt, kann ich wenigstens mal was, was andere nicht können. An einer Stelle steckte sie sich den Daumen in den Mund, weil vor ihr auf dem Bildschirm eine Frau auch etwas in den Mund nahm. Ab sofort muss ich mir vorher immer die Hände und ganz besonders den Daumen waschen, wenn ich Fellatio synchronisiere, dachte sie und schaute auf die Quittung, die sie unterschreiben musste. Für das Geld würde sie ausnahmsweise mal die teure Seife statt der billigen kaufen. Kann halt nicht jeder vokallastige Parts mit Daumen im Mund synchronisieren. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Also über dieses Thema Arbeitsbedingungen, Missachtung von diesen geltenden Gesetzen könnte ich mit dir wirklich noch stundenlang weiter plaudern. Und du hast ja auch so viele interessante Buchideen noch. Also vielen, vielen Dank, dass du dir für heute, für diese Sendung die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Ja, liebe Zuhörer, das war ein Gespräch mit Iris Antonia Kogler über ihren Roman Inside Underdog. Mein Name ist Heike Stepprath und ich stelle Ihnen in diesem Jahr jeweils am dritten Sonntag im Monat einen Titel aus der Edition Schöne Bücher vor. Die Folgen finden Sie auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com. Ja, klicken Sie mal rein. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.